Hallihallo, Freunde! Wieder da im nächsten Teil, Deponia 4. Mein Kamerakind hat gerade eine sehr coole Idee gehabt. Und die hat tatsächlich sogar funktioniert. Ja. Denn wir können dieses verdammte Ding mitnehmen. Mir fallen auf Anhieb 1000 Verwendungsmöglichkeiten für dieses Gerät hier ein. Es ist doch zum Kotzen. Die allerwenigsten haben mit Bowlingkugeln zu tun. Das ist doch echt zum Kotzen. Ich habe das verfluchte Teil 5000 Mal angeklickt und kein Mal hat der es mitgenommen. Die nächste Idee von ihm war, weil Kugel tatsächlich. Hä? Was soll das denn sein? Ein Hut vielleicht. Der kommt mir aber sehr extravagant vor. Oder auch nicht. Hä? Ein Hut vielleicht. Der kommt mir aber... Du und deine tollen Ideen. Ach, sei mal flexibel. Nein. Und... Super. Hat uns jetzt nicht wirklich viel gebracht. Tja. Aber das ist doch wie eine Bowlingkugel, Mann. Man sagt ja nicht umsonst die Platte polieren. Ach, sei mal flexibel. Nein. Tja, vielleicht hat er sich... Das muss doch funktionieren, Mann. Aber ich hab nur den einen Hotspot. Ja, vielleicht muss er das nochmal nachlesen irgendwo. Also ich muss dem das Ding nochmal zeigen? Schau mal, der Mehr-Platz-für-Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Super. Dann bin ich ja nach wie vor voll im Trend. Vielleicht gehen wir in die alte? Schau mal, extravagante Hüte sind retro und darum wieder voll aktuell. Oh je, das heißt ja, ich bin voll hinter dem Trend. Wo bekomme ich denn jetzt einen extravaganten Hut her? Sieht bestimmt jetzt lustig aus. Was soll das denn sein? Ein Hut vielleicht. Und ein extravaganter dazu. Her damit. Oh, schick. Und er schmeichelt der Kopfhaut. Tja, da gibt's bei dir ja einiges zu schmeicheln. Und jetzt? Ach, sei mal flexibel. Wir haben noch keine Kugel. Ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage. Das hat kannst du ihm den Deckel jetzt wieder abnehmen. Ja, aber wo... Ja, klar, weil dann jetzt glänzt die andere Zeitschrift wieder. Und jetzt glänzt die wieder. Schau mal, der mehr Platz für Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Glück, ne? Dieses Monstrum hier macht mir nämlich langsam Kopfschmerzen. Bling! Kannst du jetzt eine Vorhersage machen? Wie denn? Ich habe immer noch keine... Oh, verstehe. Du brauchst eine Kamera, damit du das fotografieren kannst, worum wenn der seine Sehung hat. Also, ich brauche ein romantisches Foto von mir und meiner Freundin, um ein Boot auszuleihen. Hast du etwa keines im Portemonnaie? Ja, aber kein ausreichend romantisches. Zeig mal. Was? Was ist? Ist das etwa deine Freundin? Ich hoffe, ihr plant keine Kinder. Lies einfach die Zukunft, okay? Schon gut. Ich glaube, ich empfange tatsächlich ein Bild. Aber was ist das? Eine Feedback-Schleife. Schnell, nimm das weg. Gleich explodiert er. Die Kamera holen. Hallo? Ist das noch Teil der Vorhersage? Wie unheimlich. Ja. Jetzt machst du ein Foto von dem. Ja, und dann? Ein Stern ist es nicht. Aber eine Vision. Und die Vision braucht der andere sehr. Bitte recht freundlich. Ja, stimmt. Jetzt nochmal geheimnisvoll. Agentengleich. Ich möchte die Vision spüren. Und jetzt, als hättest du unter dich gemacht. Eine komische Vision. Und ein Bild kommt raus. Ich glaube, ich habe alles, was ich sehen wollte. Es war eine Freude, mit dir zu arbeiten.
Die Zukunft ist ein wenig unscharf. Mir gefällt meine Vision der Zukunft deutlich besser. Ja, und das könnten wir jetzt theoretisch an die Hand machen, aber... Nein, sie ist... Pass auf. Die Vision braucht doch der andere Seher, damit er seine Vision hat. Ach ja, richtig, genau. Damit die Arbeiter fertig. Und dann kriege ich die Arbeiter als Publikum. Das könnte funktionieren. Dir fehlt also eine Vision? Nun, hier hast du eine. Aha. Ich muss das jetzt sein? Gar nichts. Ich weiß, es ist verwackelt. Das ist der temporale Jetlag. Das letzte Mal, dass ich geschlafen habe, ist in 10 Stunden. Du verstehst mich falsch. Ich finde es super. Explizit werden macht nur angreifbar. Es sieht so aus wie ein Tunnel aus ein und demselben Bild. Und ein Ende ist nicht zu erkennen. Das hat irgendwas mit einer Feedbackschleife zu tun. Perfekt. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das letzte Gebot lauten muss. Jetzt brauche ich nur noch eine Methode, sie auf Stein zu bringen, ohne das 4¾ Gebot zu verletzen. Hier, nimm meinen Meißel. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Oh, vielleicht den Tuschkasten, jetzt kann er malen. Ja, also. Abwaschbare Wasserfarben? Perfekt! Damit kann ich endlich das letzte Gebot vollenden. Ha! Oh, in Rot. Hey, Jungs, da oben tut sich was. Hat er schon wieder seinen Bart irgendwo festgemeißelt? Nein, es gibt ein neues Gebot. Echt? Wie lautet es? Nur eines bleibt für immer stehen. Die Show muss ewig weitergehen. Wow, und darauf haben wir jetzt hier die ganze Zeit gewartet? Ich bin so enttäuscht. Habt ihr auch plötzlich das Bedürfnis, zurück nach Haldika zu gehen, um religiöse Spinner totzumetzeln? Wir sollten definitiv unsere Entscheidung, unser Leben zu überdenken, überdenken. Genau, the show must go on. Du sagst es. Hört. Ja, und du? Jetzt kannst du ihnen eine Aufgabe geben. Jetzt haben sie ja auch fertig auf den Propheten gewartet. Das würde ich nur ohne dich machen. Hey, da, Gevattern! Redest du mit uns? Die hören sich nicht gerade sehr begeistert an. Ihr braucht eine Aufgabe? Da hätte ich was für euch. Lass hören. Wir haben lange genug hier rumgegammelt. Ach, ehrlich gesagt, weiß ich nicht so recht, ob das was für euch ist. Es geht darum, einen Ring zu suchen. Red weiter. So ein Biest hat ihn geklaut und ist damit in ein Labyrinth geflohen. Nun, wir haben schon schlimmere Aufträge angenommen. Allemal besser als dieser Promo-Job für Babynahrung im Brinkley's. Worauf warten wir noch? Ja. Die Zeit ist gekommen, meine Getreuen. Zu lange haben wir den dunklen Mächten erlaubt, Tod und Schrecken über uns zu bringen. Seid ihr bereit, mir euer Schwert für die letzte, alles entscheidende Schlacht zu überlassen? Soll das da drüben etwa das Labyrinth sein? Ich interpretiere das als ein begeistertes Jawollo, los geht's. Seid ihr bereit für die Schlacht aller Schlachten? Für den Kampf aller Kämpfe. Ja. Creme aller Cremes, für den Sims aller Bims. Wir Sims. Haben noch gar nicht über unsere Belohnung gesprochen. Für Ruhm und Ehre! Hat er Ruhm oder Rum gesagt? Lassen wir es drauf ankommen. Ach du Scheiße, was ist denn das? Oldschool-Spiel? Was ist das Geiles? Was ist das denn bitte? Wie geil! Ja. Ja. Was machst du mit den Leuten? Muss jetzt mit den Leuten einzeln davor gehen? Nein, die gehen alle zusammen. Wie geil ist das denn? Da ist er! Messer. Ja. Oh. Ein doofer Bips?
Ja, aber wie soll das denn funktionieren? Ah, guck mal. Nur komm! Ist egal! Naja, wenn du gleich tot bist, nicht. Oh, Rufus ist tot! Ja, das Spiel ist jetzt, ja. Ach Quatsch, das fängt ja von vorne an. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Ach, man hätte es probieren können. Na, nochmal! Seid ihr bereit? Das nächste Mal. Aber das Ding ist ja... Vielleicht kannst du ja Totenkopf mitnehmen. Nee. Die Musik dazu. Ja. Das ist auch ein Riss. Hallo, zurück! Zurück! Ja, aber ich komme ja gar nicht mehr weg. Was ist das? Ja, ich verstehe das nicht. Da, ich verstehe es echt nicht. Ja. Bei allen Dingen, das bringt überhaupt nichts. Das... Hä? Hä? Ich habe doch nichts anderes gemacht als vorhin auch. Das ist der Ring. Mit einem Einhorn? Einhorn? Oh ja. Das Kleinod in Händen haltend, gedachte er der tapferen Kameraden, die in der Schlacht gefallen waren. Hässlicher Huttyp, anderer Typ. Und, habe ich jemanden vergessen? Ach, ist ja egal. Ah, wieder eine Errungenschaft. Ta-ta-ta-ta. Der wird Goals Laune sicher deutlich verbessern. Rufus, du bist wirklich der Beste. Wie geschickt du diesen dämlichen Liebestest ausgetrickst hast. So, jetzt müssen wir das hier. Der passt hervorragend zum Motiv. Leider kann ich ihn hier nirgendwo befestigen. Auf, ne? Ich warte damit lieber noch auf den richtigen Moment. Wir haben einen Würfel um die Ohren. Ja, den Meißel eventuell als Selbstauslöser nehmen. Wo hast du nur dieses kostbare Schmuckstück her? Ich hab sie auf Elysium aufgegabelt. Du Charmeur! Jetzt fehlt nur noch der Stern. Dafür brauche ich nur meine Finger und mein... Das klappt nicht. Leblose Objekte zu fotografieren unterfordert mich. Ich bin Porträtfotograf. Ach, was sag ich? Porträtfotobaron. Sag nicht, nee. Aber es ist auch nichts mehr da. Tja, wie kriege ich jetzt den Selbstauslöser wieder hin? Ich bin die Geißel mit dem Meißel. Und dieser Reim ist scheiße. Vielleicht ihn da oben freimeißeln? Mein Vorhaben, bing, steht unter einem guten Stern. Stillhalten. Stopp! Was hast du vor? Stillhalten gilt auch für die Sappelklappe. Ich protestiere. Stell dich nicht so an. Es ist wie ein Pflaster abzureißen. Nur eben mit Hammer und Meißel. Handwerk hat goldenen Boden. Nein! Wenn du das Wasser verfehlst, vergiss nicht, dich abzurollen. Dass mich die Leute aber auch nie ausreden lassen. Ah, er ist cool. Na, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Wo ist der jetzt? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich unten im Wasser.
Ach, da ist er. Na, da schau her. Dero Gnaden hat sich doch noch bequemt, hier aufzukreuzen. Ja, wer hätte das gedacht, nachdem du mich eben beinahe getötet hättest? Das war doch vollkommen ungefährlich. Du hingst über dem Fluss. Direkt über der Stelle, wo Biber einen Damm aus rostigen Nägeln gebaut haben. Das zählt trotzdem als Fluss. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Tja, das Leben ist kein Grabbeltisch. Ich zum Beispiel bräuchte einen zuverlässigen Assistenten. Und nun guck mal im Spiegel nach, was ich da habe. Ja gut, dann komm hier. Nein! Okay, dann gehen wir eben die. Damit kennt er sich nicht aus. Da geht es um die hohe Kunst der Romantik. Na okay, dann müssen wir wohl mit dem reden. Dass der hier aufs Knöpfchen ruft. Was ist dein Plan? Porta Rustica ist nur wenige Stunden flussaufwärts. Wenn wir deine Abreise verhindern, kann heute Abend in Kuwak auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Könnte knapp werden. Bei Sonnenaufgang werde ich dort bereits aufbrechen. Dafür ist gesorgt. Ich habe uns ein Boot organisiert. Alles, was wir noch brauchen, ist ein romantisches Foto von Goal und mir. Und wo ist sie? Und was ist das da? Das Casting ist Sache der Regie, okay? Du operatest die Kamera. Und ist es jetzt soweit? Ja, geht los. Drück einfach auf den Auslöser. Kamera bereit? Das kriege ich besser hin. Ich sehe super aus. Aber Goal hat gerade eine Fratze geschnitten. Gut, also brauchen wir noch den Stern. So, und wie kriegen wir den? Ich wünschte, Goal könnte das sehen. Oh. Kannst den ja runter angeln. Ja, aber womit? Mit der Angel. Ich habe keine Angel mehr. Sowas aber auch. Was kann ich denn dafür? Wo ist die eigentlich? Hallo, runter. Wo ist die eigentlich? Die hat der hier benutzt. Und hast du dann verbummelt. Ja. Kann ich denn dafür, wenn du alles verlierst? Ah, das Rufus, nicht ich. Ja, das. Genau darum heißt es Spaß. Ja. Nett, nett, nett. Oh Gott, nee, ey. Also das, also die Passage hier im Spiel, die nervt mich jetzt am allermeisten, weil irgendwie, man kommt nicht weiter. Teseer sieht immer noch. Ja. Das erinnert mich an den Tag, als ich Wenzels Gelenkschmerzen chirurgisch behandeln wollte. Ja. Hallo? Was? Oh, entschuldige. Bitte. Ich muss kurz eingenickt gewesen sein. War gestern wohl etwas länger, was? Wer hätte gedacht, dass sie so tief in der Provinz so gute Goa-Party schmeißen? Was? Ich muss kurz... Tja, was immer weniger Leute. Drei Leute hast du schon in den Tod geschickt? Ach, halt doch die Klappe. Der nackelige Prophet steht immer noch nackelig da. Ja, und guckt immer noch wie Viertel vor drei. Endlich kann ich mich zur Ruhe setzen. Mach wohl, aber ich behalte die Lizenzrechte. Lizenzrechte? Na klar, ich habe schon die Besetzungsliste für das Re-Reboot im Kopf. Und das Tollste, Veronika Fernes kommt nicht drin vor. Toll. Wahnsinn. Endlich. Tja, es hängt nur noch an einer Stelle mit dem Stern. Ja. Und ist es jetzt soweit? Nein. Einen Moment noch. Ich hab aber sonst nichts mehr hier.
Was soll ich denn sonst mit dem Magazin beschmeißen? Ja, genau. Komm, wir beschmeißen ihn jetzt. Mein Vorhaben, bing, steht unter einem guten Stern. Vielleicht ist es ja zu aktuell. Nehmen wir das alt. Mein Vorhaben, bing, steht unter einem guten Stern. Der würde sich gut auf dem Foto machen. Ja, aber ich bezweifle, dass ich die Fotowand hier raufgewuchtet kriege. Tja, aber es gibt diese Option. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Hä? Was? Das ist schon ziemlich albern. Ach, was soll's. Für die Liebe. Also... Stern vom Himmel holen, check. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Stern vom Himmel holen, check. Ah! Sehr realistisches Spiel. Stern vom Himmel, das kommt auch mit aufs Bild. Hey, das ist Deponia, hier geht ja alles. Wir haben's endlich. Und wo soll ich den jetzt festmachen? Ah, da. Den Stern. So, jetzt aber. Und? Ist es jetzt soweit? Ja. Ja, geht los. Machen wir noch eins. Oh, na endlich. Kamera bereit? Ah, Foto. Ah. Hey Jungs, gute Neuigkeiten. Ich habe Pimpi überreden können. Was ist denn hier los? Cool. Das sieht jetzt vielleicht seltsam aus, aber... Soll das etwa ich sein? Was für perverse Spielchen treibt ihr hier eigentlich? Ich hab nur den Auslöser gedrückt. Das ist alles Teil meines Plans, um... Ich will's nicht wissen. Das Boot ist bereit. Kommt jetzt. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Weiber, was? Mac, mach den Kopf zu. Ach nee. Die fahren mit. Du hast recht, liebes Riesel. Endlich tief, endlich weit, endlich bin. Wohnt von Heim und Aalen und Kraken, die tief unten am Kaum erkunden. Nütten Meeres und Sauer. Doch Pimpi, oh Pimpi, oh Pimpi, der Clown und schifft all das Grau. Wahnsinnsgeschwindigkeit. Mopsgeschwindigkeit. Das war auch Pokis Stimme. Ah, Errungenschaft. Jetzt hauen sie aber raus hier. Na kommt schon, nicht trödeln. Checkst du's noch? Wir sind zu spät. Die Sonne geht ja schon fast wieder unter. Mein anderes Ich ist schon seit Stunden fort. Ach ja? Und warum beeile ich mich dann so? Weil du ein Trottel bist. Hat zu lange gebraucht. Die Welt ist verloren. Ja. Wie lange haben wir noch, bis sich die Zeit resettet? Mal sehen. Auf Elysium ging die Sonne gerade unter. Wurzel aus Deponias Radius plus Höhe von Elysiums Orbit. Ich schätze 2 Stunden nach Sonnenuntergang. Verdammt! Da wünscht man sich ja doch glatt die Zeitmaschine zurück. Naja, in meinem Labor hätte ich eigentlich alles, um... Junior? Du hast Nerven! Sofort in mein Büro! Zack, zack! Ruhe am Katzentisch. Hier unterhalten sich gerade die Erwachsenen. Psst, Rufus! Das ist der Dekan! Wie, der Was? Dekan ist ein Zwerg? Mein Name ist Dekan Angus McChronicle Senior. Senior? Wohl eher Vize-Senior, wenn überhaupt. McChronicle hätte mir bestimmt erzählt, wenn er einen Sohn hätte. Hab ich ja aber nicht. Darf ich vorstellen, mein Dad. Ja, genau. Und ich bin der neue Gastdozent. Und warum stehen Sie dann noch da rum? Dalli, dalli, ab in den Vorlesungssaal. Hey, nicht so hurtig. Das sollten wir erst einmal in Ruhe ausdiskutieren. Du Scheiße. War's ja noch Zeit. Ja, eben. Hallo, Klasse. Hallo. Also, habt ihr irgendwelche Fragen? Ich hätte da nämlich einige. Welche molare Masse hat ein Chronopartikel? Jemand anderes? Wie funktioniert deine 4D-Brille? 4D, sicher.
Denn 3D und 2D sind ja auch bereits ein Begriff. Wie lassen sich deterministische und non-deterministische Zeittheorien miteinander vereinbaren? Nicht mit einer überhasteten Antwort, so viel ist sicher. Wo ist McChronicle? Ja, McChronicle. Phenomenal. McChronicle ist nicht hier. Und ich muss auch los. Beschäftigt euch doch einfach so lange ein bisschen. Dieses ganze theoretische Gedöns hilft euch in der Realität ohnehin nicht weiter. Haldika wurde auch nicht vom Schreibtisch aus entdeckt. Selbst euer heißgeliebter McChronicle wusste das und hat an einer echten Zeitmaschine gearbeitet. Ihr wisst nicht zufällig, wo ich die finde? Ist sie das hier? Das ist nur ein Tachyon-Verdichter. Er erzeugt eine Anomalie, die die Zwischenzeit simuliert. Ein Simulator also. Und wo finde ich das echte Gerät? Wenn McChronicle an etwas gearbeitet hat, dann mit Sicherheit in seinem Schuppen. Aber da darf niemand rein. Der Dekan hat ihn versperrt und den Schlüssel einkassiert. Und damit kommen wir zur ersten Lektion für heute. Kein Schloss ist so versperrt, dass ein Professor Rufus es nicht aufforschen könnte. Notiert euch das. Das könnte in der Klausur vorkommen. Gut, dann schauen wir mal, wie die Klausur aussieht, aber erst im nächsten Teil. Hier ist Schluss und ja, wir sind hier jetzt angekommen. Dank meiner brillanten Hilfe. Mit meiner Unterstützung. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. NRW über 18. Adieu. Bis dann.